Bombenentschärfung auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg. Eine 500- und eine 1000-Pfund-Bombe wurden in der Mitte des Platzes am Millantor-Stadion gefunden. Brisant, die Bomben lagen schräg versetzt aufeinander. Wohnhäuser, Kneipen und Hotels sollten bis hinunter zum Fischmarkt geräumt werden. Nach Angaben der Polizei wurden die Bomben bei regulären Sondierungsarbeiten entdeckt, wie sie jeden Tag in Hamburg stattfinden. Beide Bomben sind in der Nacht erfolgreich entschärft worden. Viele Anwohner waren laut Polizei nicht mit der Evakuierung einverstanden. Im Gegenteil, sie hielten die Maßnahme für völlig überzogen. Am späten Dienstagabend ereignete sich in Hamburg offenbar ein blutiges Drama. Nach bisherigen Informationen schleppte sich eine junge Frau nach einer Messerattacke schwer verletzt auf ein Polizeirevier in der Innenstadt. Mehrere Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Verletzte, brachten sie dann in eine Klinik. Die Hintergründe des Dramas sind noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Frau ist außer Lebensgefahr. Die Besucherzahlen im Universum Bremen befinden sich weiterhin im Sinkflug. Das geht aus Angaben hervor, die der Betreiber gemacht hat. Die mit der Stadt vereinbarte Zielmarke von 250.000 Besuchern pro Jahr dürfte demnach nicht erreicht werden. Im ersten Halbjahr kamen lediglich 110.000 Besucher. Anfang des Jahres musste das Universum aus höchster Not gerettet werden. Der Senat half mit rund 440.000 Euro aus. Als das Universum vor 12 Jahren eröffnet wurde, kamen mehr als eine 500.000 Menschen. Von der Eröffnung bis heute bedeutet das insgesamt einen Rückgang um mehr als die Hälfte. Wie es nun weitergehen soll, ist zurzeit noch unklar.